ganzen Welt. In Reporter. Hier sind die Haare Nachrichten. Guten Tag, ich bin Felix. Am 1. Januar Hartz IV abgelöst werden. Die Union verlangt aber Änderungen und droht die Einführung im Bundesrat zu blockieren. Daniels Gondel. CDU-Generalsekretär Chaya sagte dem Tagesspiegel, seine Partei könne dem Bürgergeld bisher geplant nicht zustimmen. Als Beispiel nennt er die sogenannten Schuldvermögen. So könne eine vierköpfige Familie 150.000 Euro zurückbehalten und trotzdem Bürgergeld kassieren. Gleichzeitig müssten andere hart arbeiten, um das Bürgergeld zu finanzieren. In Südkorea hat der Präsident Staatstrauer ausgerufen und versprochen, die Massenpanik gründlich zu untersuchen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Bei Halloween-Partys in der Stadt Seoul waren in einem Partyviertel mehr als 100.000 Leute unterwegs. In einer engen Gasse kam es zu einer Massenpanik mit über 150 Toten. In Stadt Allendorf in Mittelhessen ist eine Frau umgebracht worden. Laut Polizei wurde die 28-Jährige letzte Nacht tot auf der Theodor-Heuss-Straße gefunden. Ihr Ehemann habe sich danach der Polizei gemeldet, er soll die Frau umgebracht haben. Mehr sagt die Polizei nicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Von Russland dazu bringen, in der Ukraine wieder zu kommen. Im Moment kann kein Getreide aus dem Land. Theresa Tauch. Ein UN-Sprecher hat gesagt, man sei mit Vertretern der russischen Regierung in Kontakt. Gerade die Verbindungen wichtig. Der EU-Antrag auf Russland.